So Leute, ich habe mir den Zollstock geschnappt. Ein neues Bauprojekt steht an. Es wird sich wieder was verändern. Es verändert sich ja des Öfteren bei uns mal was. Und dieses Mal ist mal wieder diese Seite des Hauses dran. Es geht ja darum, demnächst werden wir ja hier ein Fenster einbauen, ein bodentiefes, damit wir da schön ins Schlafzimmer reinkommen. Und was fehlt dann noch? Damit man, wenn es regnet, auch durch die Tür dann auf die Terrasse gehen kann. Na klar, ein kleines Dach. Das bedeutet also, hier kommt irgendwie ein Dach hin. So hundertprozentig bin ich mir noch nicht ganz klar, wie ich das mache. Aber was man als allererstes braucht, ist natürlich ein Stützpfosten. Den allerersten Stützpfosten von einer Reihe von Stützpfosten, die hier eingebaut werden müssen. Ich schätze mal, also hier nehmen wir hier mal, das hat man gar nichts damit zu tun, aber diese Wäschespinne als Maß. Das ist jetzt hier, sag ich mal, von hier aus. Das passt nun gerade zufällig. Wir müssen mit dem Dach nachher wahrscheinlich so in etwa da über das Fenster von der Garage kommen, damit das da einen Stützpfosten kriegen kann. Allerdings habe ich mir schon überlegt, wenn hier die Stützpfosten hinkommen, die Terrasse, das Dach wird ja noch ein bisschen größer. So groß ist der Garten hier nicht und dann haben wir nachher fast keinen Garten mehr hier, könnte man fast sagen. Also weshalb ich noch am Überlegen bin, ob ich das nicht ein bisschen kleiner mache. Aber dann weiß ich nicht, wie ich da hinten mit den Stützpfosten mit dem Fenster klarkomme. So, auf jeden Fall muss hier, ich sag mal, hier kommt ein Pfosten an die Wand und dann kommt ungefähr hier irgendwo noch ein zweiter Pfosten hin. Und dazwischen kommt wieder eine Pott- und Deckelschalung, so wie wir es auch vorne auf der Terrasse gemacht haben. Und dieser Pfosten, der hier hinkommt, ist dann Stützpfosten Number One für das Dach. Und jetzt wollen wir mal ab zu Bauhaus und was einholen. Also wir brauchen ja so ein bisschen was, um das hier alles anzubasteln. Beton, Hartbodenträger, Bretter, Farbe, zwei Balken, diverse Dübel und Schrauben. So, mein Schnucki ist jetzt auch hier. Ich kriege Unterstützung. Guten Morgen. Wobei willst du mir denn helfen? Weiß ich nicht. Brötchen schmieren? Nein, wir machen das. Das ist aber auch. Nein, sie ist eigentlich die goldene Seele hier, die hier alles ermöglicht, ne? Nicht ich. Ich kann eigentlich gar nichts. Du machst das alles, ne? Was ist mit dir los? Also, ich habe jetzt erstmal hier so eine Leiter hingestellt als Pfostenersatz und da oben so ein Brett als erstmal Dach. Also, was sagst du? Könnte man das so machen oder ist das zu groß? Wenn das bis hier ist, hier geht ja auch ein bisschen Gartenflöten denn, ne? Also, ich meine, wenn man sich sonnen möchte oder so, hier ganz rüber, bis an die Garage ran. Also so stelle ich mir das vor. Wie ich das dann da mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht wird das auch gar nicht so. Das sind ja jetzt immer so Fantasien, die hier mir durch den Kopf gehen. Ich finde das zu viel, naja. Also wohin soll das denn? Bis zum Klofenster? Ja, genau. Wie sieht das denn aus? Terrasse. Nee, vergiss es. Also, einmal ganz rüber und dann am besten bis an die Garage ran. Aber wie ich das da hinkriege, das weiß ich noch nicht. Also wir haben jetzt schon mal die Größe des Dachs. Das heißt also, das ist ein 2-Meter-Brett da oben. Dann werden wir den Pfosten ein bisschen weiter einrücken, also bis hier ungefähr. Und das sind dann so 1,55 Meter. Ich glaube, ich messe das lieber mal schnell. Juhu, endlich sind wir wieder hier und können schwere Säcke schleppen. Und ich weiß wieder nicht, was wir überhaupt hatten. Ich meine, wir hatten Betonestrich. Also früher stand da mal Betonestrich. Ja, im Grunde so wie hier. Und dazu habe ich immer gesagt Betonestrich. Also vielleicht war es das. Aber ich meine, eigentlich wir hatten so eine blauen Säcke. Okay, was hatten wir denn hier, du? Hatten wir nicht die blauen Säcke? Hm? Was machst du denn da? Ich klapp schon mal um. Achso, hatten wir nicht die blauen Säcke da immer? Oder? Wir hatten so orange da, Estrichbeton. Das hier? Ja, aber wir haben doch keine 7 Euro bezahlt. Estrichbeton? Ne, wir haben 6 Euro bezahlt. Es ist jetzt also die Teuerung ist noch mit dabei. Oder hatten wir hier für 4,20 Euro Betonestrich? Ja, eigentlich hatten wir sowas. Aber der war doch nicht in dieser Farbe, der sagt. Ne, haben die gerne.
denn dafür gedacht? Also ich meiner Meinung nach hatten wir das. Oder das. Nee, das Pumpenmörtel. Zementmörtel auch nicht. Verflixt. Hätten wir uns mal merken sollen. Ja, wir gehen mal auf die Suche. Und weiter geht's. Wir haben also hier jetzt zwei Säcke Beton-Estrich. Und jetzt brauchen wir Bretter, 30 Stück, 5 im Bund. Und die kommen jetzt alle hier rein. Hier liegen sie und gleich sind sie alle im Kofferraum. 12 cm mal 12 cm Pfosten brauchen wir jetzt. Und wo bei den ganzen Pfosten sind die? Das sind auch so Pfosten hier. So, mal gucken. Also, das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es alles auch nicht. Da oben, 12 mal 12 mal 6. Das ist doch nicht 12 mal 12. Oh, wisst ihr was? Wir suchen uns einfach mal jemanden, der sich damit auskennt und der soll uns das mal raussuchen. Ich kenne mich aus. Ja, kann ich mal 12 mal 12 mal holen? Ja, ich brauche jetzt nur noch einmal meinen Gabelstapler. Dann hole ich da runter und dann säge ich den durch. Ja, schnell, schnell. Ich habe keine Zeit. Schneller, schneller. Also, 12 mal 12, Schnucki. Hast du was gefunden oder nicht? Ja, guck mal da oben. 12 mal 12 mal 6. Mhm. 1000. Mhm. Was kostet ein Meter? Kletter mal hoch und schmeiß den runter. Ja. Aber dahinter, weißt du was, das Fach ist leer. Wir brauchen hier unten. Nee. Das Fach 12 mal 12 ist leer. Also, dann haben wir vielleicht hier noch einen Abschnitt irgendwo. Wir brauchen Bedienung. Ich mach mal so ein, 12 mal 12. Ja, das sag ich ja. Da oben liegt er. Da, 12 mal 12. Da, 120 mal 120 mal 6000. Siehst du das? Ja. Da ist er. Also, kannst du mal jemanden holen, der sich damit auskennt? Wir sind alle weg. Und da sind sie schon. Ich habe sie gefunden. 12 mal 12. Und nein, das ist hier so ein. Na gut, vielleicht ist das auch gar nicht schlecht. Aber das ist vor allen Dingen gar nicht schlecht teuer. Dieses Leimholz, wenn so verschiedene zusammengeleimt sind. Ne? Ah, eigentlich wollte ich sowas gar nicht haben. Aber dann mal sehen. Da drüben ist einer. Den schnappe ich mir mal. So, gerade eben wollte ich noch was aufnehmen, wie der mit dem Gabelstapler da diesen fetten Stapel Balken runtergeholt hat. Geht die Kamera nicht an. Fass es nicht. Naja, dafür habe ich jetzt hier meinen Gabelstapler, der hier alles reinbringt. Da kommt er wieder angefahren, der kleine Gabelstapler, und lädt alles hier rein. So, jetzt haben wir wieder was zu basteln. Das war doch 2 Meter hier, ne? Und den anderen haben die dann länger gelassen hier, diesen? Nee. Das war nicht 2 Meter. Warum? Leg mal den Balken da rauf hier. Schon 2 Meter? Nein. Warum nicht? Nee, hier, so, das ist jetzt, der ist der andere ein bisschen länger, ne? 2 cm ungefähr länger. Ja, das ist gut. So, jetzt haben wir schon mal eine Menge geschafft. Geht nicht zu. Oh, das ist so, hier steht daneben und geht nicht zu. Kann man nichts ändern, geht nicht zu. Schnucki, komm jetzt hierher. Ich habe schon nur gesagt, dass das gerade nicht zugeht. Ja, dann muss man das ein bisschen weiter reinschieben. Ja, geht aber nicht. Weißt du warum nicht? Weil da der Sitz ist. Steht daneben und sagt, ach. Steht daneben? Geht nicht zu. Ja. Geht nicht zu. So, pass mal auf. Nimm mal hier bitte den Balken hier. Hier, diese Bretter nimmst du da vorne. Normalerweise, wenn ich das hole, warte, nimm mal die. Klappe ich den vorderen Sitz. Nimm bitte mal da vorne diese Bretter. Das obere Bond und leg das da rüber. Nicht dahinter, nur da drauf. So. Und dann muss das alles. So. Und diesen hier ein bisschen nach. Genau, einmal darauf. Jetzt schnell die Tür zu.
Und jetzt geht's weiter. Wir haben hier weiße Winkel. Du hast die weißen Winkel gefunden. Also für einen weißen Zaun. Nicht, weiße Winkel. Mal, musst du die gar nicht erst anmalen, ne? Guck mal, im Kleinen gibt's die auch. Okay, also. Und solche Platten gibt's auch. Wir brauchen vier solche Winkel. Und jetzt noch weiße Schrauben. Ja. Also, weiße Schrauben werden nichts. Das war's hier, ne? Wir brauchen jetzt noch diese anderen Schrauben. Die sind drüben. Gehen wir mal schnell rüber und holen uns fette, lange Schrauben, die durch den 10 cm Balken durchgehen und dann nochmal 10 cm in die Wand. Nein, nicht ganz, vielleicht 5, also 15 ja. oder 15, 16 cm lang. Und noch eine Unterlegscheibe. Auch in weiß, bitte. Und einen Knarrenkasten, um die zuzudrehen, habe ich auch schon. Ja. Bin ich schon vorbei? Nee, nicht hier. Nee, das sind diese anderen Schrauben. Ach ja, ein Glück gibt es hier ganz viele Schrauben. Hier sind die, genau. Dann nehmen wir doch die hier, ne? Wie lang sind die? 160, 10 der Balken, 6 in die Mauer rein. Wir nehmen ein bisschen länger, 180. Eins, zwei. Wenn ich zu Hause noch welche davon? Wir haben noch ganz viele von verschiedenen. Ja, doch, drei haben wir auch noch eigentlich. Aber nimm mal welche mit lieber. Also drei hiervon und dann noch drei Unterlegscheiben. Und da sind wir auch schon wieder zu Hause. So sieht es bei uns im Kofferraum aus. Alles reingeschmissen. Und das muss jetzt einmal ausgeladen werden. Und da hinten kommt das dann in diesen Flur da, in diesen Fahrradflur. Und dann müssen wir zusehen, dass wir das alles angemalt kriegen. Und jetzt wird's lustig. Ich habe hier die Kamera aufgestellt und bin noch froher Dinge, gehe zum Auto und will eigentlich anfangen, das ganze Holz da rauszunehmen. Ich freue mich doch schon richtig drauf, ne? Holz da raus und zack, jetzt passiert's. Habt ihr das gehört? Das waren die letzten Töne. Ich habe mir da in den Daumen der linken Hand einen Splitter unter den Fingernagel gezogen, der so arschweh tat. Ehrlich, das ist. Ich habe hier auch alles stehen und liegen lassen. Ne? Zwischendurch verging noch ein bisschen Zeit, das habe ich jetzt hier rausgeschnitten. Ich bin ja reingegangen und dann kam gar nichts mehr, gar nichts mehr, gar nichts mehr. Marie hat erstmal gefragt, so was denn passiert. Und dann habe ich ihr das gezeigt und ich habe da versucht, irgendwie was dran rumzudoktern und ich habe das da nicht rausgekriegt. Ne? Also dieser Splitter ist jetzt immer noch da drin. Naja, Marie hat dann angefangen, hier das ganze Holz auszuladen. Und ja, jetzt geht das Video weiter. Und das war's. Ich habe keinen Bock mehr. Ich wollte eigentlich gerade das Auto ausladen. Das hat ja mein Schnucki wohl dann gemacht, ne? Ich habe mir da keine Ahnung, wie tief so ein scheiß Splitter unter den Daumennagel gezogen. Ich habe versucht, das da wieder rauszukriegen. Ich kriege den nicht zu fassen. Und jetzt ist er da drunter. Und jetzt? Ich kriege das da nicht raus. Dann habe ich versucht, hier eine Abluft anzubauen, damit die Luft, die hier so warm rauskommt, nach draußen kommt, weil ich nicht weiß, das Zeug, das riecht nicht gesund. Ne? Ich möchte das hier nicht in diesem Zimmer haben. Passt alles nicht. Habe ich mir einen Ventilator geholt? Also nicht einen Ventilator, sondern so ein hier sowas hier zum Anbauen. Der sollte das dann nach draußen pusten. Pustet in die falsche Richtung. Das ist natürlich auch mein Fehler, steht da drauf, wohin der pustet. Aber es nervt halt so hart, dass nichts funktioniert, ne? Alles geht kaputt, hier Daumen kaputt, hier diese scheiß Plastikdinger, die kosten Vermögen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt funktioniert hier. Ich habe gerade gar keinen Bock mehr. Es ist alles scheiße. Ey, ehrlich, kennt ihr das? Wenn ihr so irgendwie so richtig Spaß habt an was und dann klappt das nicht und dann klappt das nächste nicht und dann klappt das dritte nicht und das vierte
Und irgendwann verlassen sie einen dann, ne? Das habe ich jetzt gerade. Von allen guten Geistern verlassen. Und die sind alle zu mir rübergewandert. Die guten Geister. Ja. Du hast ja auch was geschafft. Also guck mal, hast du schon was gemalt hier. Entschuldige, aber weißt du was, wenn du überlegst, dass das bei uns alles total spontan entstanden ist. Kein Stress, kein Druck jetzt hier. Wir machen das schon. Ich buddel kein auf das Druck, Loch. Ich habe gar keinen Bock mehr. Weil mir hier, guck mal, das ist ja nur ein Daumen, ne? Also ja. Wenn der weg wäre, wäre auch nicht schlimm. Okay, hier, komm her, gib mal dann. Ja, genau. Schön abschneiden. Und mit diesem, mit der Entlüftung da, das funktioniert auch alles irgendwie nicht so. Direkt auch nicht. Also von da nach. Ja, es ist. Ich habe eine Idee. Na komm, erzähl mal deine Idee. Wir machen in der Wand ein so ein riesen Loch, wo das Ding reingestellt wird. Also quasi. Nach draußen mit dem. Ja, mit diesem, was rauspustet. Also bündig mit der Wand, dass es da so rauspustet. Das heißt, das ganze Gerät raus. Ja, also. Und im Sommer, wenn da 50 Grad sind, dann platzt das von alleine. Das ist auch scheiße. Dann musst du online gucken, ob es irgendwas Spezielles dafür gibt. Weißt du was, ich schleppe jetzt erstmal das Holz da rein. Vielleicht haue ich mir auch den zweiten Daumen noch kaputt. Ja, du kannst hier nicht malen. Du musst in der Garage also, malen oder sonst wo, aber nicht halt da. Halt mal die Füße still, ich gehe zu Max, frag, ob er mal ganz kurz das Auto rausfährt. Habt ihr jetzt alle meine Pickel gesehen? Also ich trage das rein. Nein, das machst du jetzt nicht. Doch, du musst in der Garage malen. Oder in der Hütte. Also aber eins von beiden, nicht da. Das nieselt hier. Also, darf ich dir kurz mal sagen? Mein Gott. Gibt's bei dir noch einen Gang 2, 3, 4? Nein, ich habe doch schon was gemacht. Also ich frage jetzt Max, ob er das Auto Entschuldigung, dass ich mal hier so mit ihr umgehe, aber ich will die ganze Zeit was machen und sie bremst mich hier total. Ich frage jetzt mal, ob das Auto mal rausfährt und dann können wir das gerne rübertragen. Okay? Ja, dann frag. Ich fange schon mal an. Ich werde sonst verrückt hier, wenn ich hier rumsitze und nichts tue. Und das einfach nicht vorangeht. Oder, weißt du was? Ich buddel das Loch schon mal hier für den Beton. Das ist wichtig, dass das morgen hart ist, dass wir da weitermachen können. Ich wollte genau gerade sagen, deswegen habe ich auch die Balken als erstes eigentlich mehr oder weniger gestrichen. Und man schon mal einen Balken hinstellt. Also Schnucki, aber nicht da. Wenn das nieselt, trocknet Hallo, das nicht. Ich gehe zu Max. Tschüss. Das war erfrischend. Ja. Eigentlich habe ich ja auch gute Laune. Manchmal. Also eigentlich immer. Aber Mann, wenn das alles nicht klappt, dann war es das auch. Ende Gelände. So, was haben wir denn gesagt hier? 1,50 Meter, ne? 2 Meter ist das Dach. Kleiner Dachüberstand. Dann sind wir hier vielleicht bei 1,60 Meter. Pfosten rein. Oder 1,50 Meter Pfosten rein. Ich guck mal kurz, wie das auf der anderen Seite ist. Da kann ich ja schön abgucken. Das ist sowieso immer gut, wenn man abgucken kann. Da ist das blöde Fenster mit der scheiß Entlüftung dafür. Das ist ein Stromkasten, Mann. Wieso kann das nicht einfach funktionieren? So. Mal sehen. Vom Balken aus haben wir hier 40 cm. Das Holz steht über 30 cm. Und dann steht das Glas selber auch nochmal über. Okay. 30 cm Überstand. Und dann ist das Dach ja auch nicht so fett da hinten. Ne? Also mit 30 cm. 2 Meter ist das Dach, macht 1,70 Meter, nicht 1,50 Meter. Mache ich das trotzdem 1,50? Na, mal gucken. Ich habe das Gefühl, wenn bei mir die Motivation sinkt, steigt sie bei den anderen. Ich sage einfach jetzt nur noch, ich habe keinen Bock mehr, dann machen die alles. Loch ist fertig, also so tief muss es ja nicht sein. Wir gucken da mal kurz rein hier, einmal unter Tage. Und was man hier als allererstes sehen kann, die Erde ist knochentrocken. Und zwar nicht nur oberflächlich, sondern richtig tief rein. Alles vertrocknet. Na gut, also hier kann man das auch nochmal sehen. Und da soll jetzt der hier gleich rein. Mal sehen, haben wir es schon tief genug? Jo, das sieht doch gut aus, ne? Also, so wollen wir den gleich einbetonieren. Oder so ähnlich. So, nochmal in der Flucht gucken, wie das dann mit der Mauer hinhaut.
gehen wir halt nicht ganz an die Ecke vom Haus, sondern so ein bisschen einrücken, das wird schon Baden Shave has got lave, ne? Heißt ja so. Und ich bin immer noch nicht so viel demotiviert, dass ich aufhören würde. Das ist auch fürchterlich, ne? Wenn man kein Stopp kennt, kein Ende. Aber es soll ja auch fertig werden. Und ich finde es ja auch gut, dass hier endlich mal eine Mauer hinkommt. Dann haben wir es hier noch windgeschützt da, damit wir die letzten Sonnenstrahlen im Herbst noch ausnutzen können. Mal sehen. Ich habe einen neuen Bauarbeiter, der mir hilft. Der fragt schon, wie das alles werden soll. Ja, ich wollte noch mich erkundigen, wie das da aussehen soll. Weil du das alleine weitermachen wolltest? Absolut. Er tritt in meine Fußstapfen. Ich bin so stolz auf dich. Ich glaube, ich muss wieder rein. Ja, möchtest du auch ein bisschen buddeln? Hier kommt die Tür. Ich wollte noch kurz verstehen, was ihr vorhabt überhaupt. Also guck mal, hier kommt ein Loch hin. Oh, das ist ja schon da. Oh, hab ich gut gemacht, ne? So, und dann kommt da noch ein Loch hin und da noch ein Loch hin. Und da noch ein Loch rein. Christi will auch mithelfen. So, also vier Pfosten habe ich mir vorgestellt. Und dann kommt dann ein großer Querbalken oben drauf. So quasi wie vorne, nur ein Ticken kleiner. Richtig. Hätte ich auch gleich sagen können, ne? So wie vorne, bloß ein Ticken kleiner. Ja. Ja, cool. Und selbst gemacht. Bis zum Badezimmer oder noch weiter? Oder nicht so weit? Bis zum Ende. Also wo die Garage ist, da bis dahin. Ich hätte gedacht, so bis da, wo du kannst. Na, so, dass man im Trocknen hier überall rumlaufen kann. Ja, weil überleg mal, wenn du jetzt nachher überall so eine Schräge hast, bis da hinten durch, ist ja komisch, was bei der Fenstertür ist. Nein, das... Der Pool kann nicht irgendwo aufgestellt werden. Das fummeln wir schon hin. Sieht nicht komisch aus als vorne, wo der Übergang zum Carport ist. Ja, es ist aber dann ein bisschen anders. Nee. Eigentlich dasselbe in grün. Naja, so, also jetzt geht's weiter. Ja, ja, wir Garage wird weiß. Echt? In der Kiesertanne? Ja. Jetzt ist hier Krisensitzung. Oh, hier wird jetzt überlegt und besprochen, wie es weitergeht. Oder wie Brote geschmiert werden. Ja, wie Brote geschmiert werden. Pausenbrote für uns gleich hier. Die Kinder hatten gestern unser Mittag. Also wir haben unseren Beton schon mal hier. Oh. Und haben gerade so überlegt, dass das wahrscheinlich zu wenig ist. Obwohl wir eigentlich zuerst überlegt haben, dass es viel zu viel ist. Aber jetzt sieht man, was wir da alles rausgeholt haben aus dem Loch da. Und das muss ja auch dann wieder rein. Und das sind hier schon 2,5 Eimer. Plus den einen, der da ist. Und ich glaube, das ist nicht genug. Erde wieder rein. Und hier ist jetzt unser Zementmischer in Gange. Hier ist unser Zementmischer. Als erstes kommt der ganze... Ich muss mich mal kurz korrigieren, das ist unser Beton-Estrich-Mischer. Also, ich glaube, das reicht schon, ne? Ein bisschen Wasser dazu. Das ist dann die erste Mische, die wir ins Loch kippen. Und dann gucken wir, wie viel wir noch brauchen. Und so machen wir das. So, erste Mische ist fertig. Ich hoffe, dass das nicht zu flüssig ist. Aber das soll ja auch hier so ein bisschen, wir haben da Steine untergelegt, damit das der Haarpfostenträger ein bisschen höher kommt. Und das soll ja um die Steine so richtig schön drumherum fließen. Mal gucken, ob das geht. Mal sehen, dass wir die Grütze hier reinkriegen. Lecker. Soll ich mal verteilen, damit man dann... Mit deinen Superhandschuhen? Ja. So. Mal sehen, dass erstmal da unten die Steine rundherum mit Beton irgendwie vollkriegt wieder, gell? Nimm mal kurz diesen Haarträger raus, den brauchen wir erstmal gar nicht. Soll ich da rauskippen? So. Backe-Backe-Kuchen. Okay. So, und jetzt, genau, irgendwie so überall versuchen, was reinzukriegen. Mhm. Machen wir das nicht einfach mit so einem Rüttelstab ein, nicht? Haben wir einen Rüttelstab? Nee. Da brauchen wir nicht. Mhm. So, jetzt kann das Ding rein. Machst du? Weil, erstmal so, genau. Jetzt müssen wir noch mehr anrühren. So? Ja. Perfekt! Jetzt brauchen wir noch mehr Beton. Steht. Super.
So, jetzt ist er richtig ausgerichtet. Hier, wir kennen. Hoffe ich. Und zweites Mal anmischen geht los. Ja. Wir haben den jetzt einbetoniert und jetzt bekommt das Ding noch eine Schönheitskur hier von Maries Beauty Shop. Das war aber deine Idee. Wir nehmen einfach hier die Steine von der ehemaligen Tanne. Warum eigentlich? Die ist leider von uns gegangen. Und jetzt wird hier ein bisschen dekoriert. Das Ding ist jetzt hier drinne. Wir haben hier links und rechts noch einen Stein hingelegt, damit wir noch einen Eimer rüberlegen können. Falls es regnet oder die Sonne drauf knallt oder was auch immer, den Beton am Hartwerden hindert. Und jetzt warten wir. Morgen ist es fertig, dann geht's weiter. Oh, ist aufgelaufen. 14 Uhr, Feierabend. Und Mittag. Also Feierabend am Mittag. Also zum Mittag ist schon Feierabend. Aber wir müssen ein Video schneiden. Was gibt's denn hier heute? Ich habe Salat mit. Weiß jemand, wie die Dinge heißen hier? Mini-Kartoffeln oder Pfannküchlein oder Gnocchis. Die heißen aber Gnocchi. Gnocchi. Also, jetzt habe ich mich schon verraten. So, und dann gibt es hier, was ist denn das? Also, das wird eigentlich dazu gemischt. Das ist ein Gnocchi-Salat. Okay, also das ist scheinbar alles nicht meins. Und hier, was haben wir hier noch? Eine Bohnen-Mais-Fleisch-Pfanne. Das finde ich gut. Also, das hebt ja dann gleich wieder die Stimmung so ein bisschen. Mir ist voll warm, ich gehe gleich streichen. Ne? Ich bin eben schon duschen gegangen. Weil mir auch total warm ist, obwohl das draußen gar nicht so warm ist. Ja. So, guten Appetit. Guten Appetit, ihr Lieben. Na, endlich. Ich sitze hier die ganze Zeit und versuche die Kamera anzukriegen. Und dann ist keine Karte drin. Und dann stecke ich eine Karte rein, dann geht sie schon wieder nicht an. Jetzt ist sie endlich an. Heute war nicht mein Tag. Und dann sagt Marie mir gerade noch, wieso hast du dein T-Shirt eingesaut? Ich habe hier mein neues T-Shirt hier mit Farbe eingeschmiert. Dabei habe ich eigentlich gar nichts mit Farbe gemacht. Hätte ich das mit Beton eingeschmiert, könnte ich das verstehen, weil wir diesen Betonkrams da angerührt haben. Heute war ein grottiger Tag. Also man kann das echt nicht anders sagen. Naja, es kommen auch wieder bessere. Das hier war dann auch nicht so die dolle Sache. Wir sind hier die ganze Zeit am Experimentieren, wie wir das hinkriegen, dass wir dieses Dings da unten, da wo der immer rauspustet, wenn er pustet, absaugen zu können. Also da weg, irgendwie nach da oben hoch, Loch durch die Wand und raus. Weil das echt ätzend riecht. Ne? Am Anfang war das ganz schlimm. Jetzt geht das so einigermaßen, aber ich habe nach wie vor das Gefühl, dass das nicht gesund ist, was dieses Wechselrichterteil an Abluft produziert. Das kann nicht gesund sein. Das riecht nicht gesund. Roch nicht gesund. Mittlerweile riecht es nicht mehr so extrem. Ich hätte das gerne wegtransportiert. Das Problem ist nur, wenn der Kasten gar nicht so doll läuft, dann pustet der auch gar nicht. Das bedeutet, man muss nicht permanent die Lüftung anhaben. Erst wenn irgendwas angeht, hier ein Herd oder Waschmaschine, Geschirrspüler, also irgendwas, was richtig zieht, was Strom zieht und Wärme produziert, also zum Beispiel mein XXL Wasserkocher da hinten im Badezimmer, dann fängt das Ding hier an zu pusten und in dem Moment müsste eigentlich hier irgendwas sein, was denn so das raus befördert irgendwie. Marie meinte dann ja auch schon mal, einfach hier so einen Kasten anbauen. Und da, zack, raus in, durch die Wand durch und weg. Und dann müsste man halt auf den Knopf drücken und dann pustet er das raus. Im Moment machen wir das ja im Grunde auch. Wenn er anfängt zu pusten, machen wir das Fenster auf. Im Winter wäre das nicht ganz so witzig, wenn es dann mal richtig knackig kalt ist oder stürmisch oder so. Aber ich möchte hier auch kein Loch in der Wand haben, ne? Vielleicht da oben. Also hier kann man ja auch noch durchgucken, denn. Das heißt, wenn da draußen einer steht, dann könnte er mir hier glatt nochmal Guten Tag sagen, durch die Wand durch. Ist natürlich Quatsch jetzt, aber ich hoffe, man versteht das, was ich meine. Da ist dann ein Loch in der Wand und also da oben würde mir das nichts ausmachen. Und überhaupt, also bei einer Küchenabzugshaube, da macht einem das auch nichts aus. Ne? Da ist das ganz normal. Da geht ein Loch durch die Wand durch, alles gut. Aber hier im Büro irgendwie denke ich so, pff, nee,
Tja, also. Scheißtag und dann noch mein Daumen. Das ist echt krank, ne? Also, da habe ich jetzt so dran rumgedoktert. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob der wehtut, weil ich da so dran rumgedoktert habe, weil ich dachte, das hat sich angefühlt, als wenn ich da so einen fetten Splitter unter den Fingernagel geschoben habe. Und ich habe da keinen gefunden. Oh Mann, dieser Tag sollte mal ganz schnell zu Ende gehen. Und dann ab ins Bett. Gute Nacht.